Hallo ihr Lieben, wir machen derzeit das isometrische Programm und ich habe ein paar Inspirationen für die Stufe 2, für die Kraftübungen. Ja? Unsere Klemme ist zu, unser Aufsatz ist auf 60 oder 50 bis 80 mm der Quecksilbersäule aufgeblasen. Ja, 60 ist so ein Durchschnittwert, die Klemme ist zu, die große Pumpe interessiert uns nicht, uns interessiert das Manometer. Und ein paar Positionen aus dem isometrischen Training passen wir jetzt für unsere Vaginalmuskulaturübungen aus der Stufe 2 an. Spezifisch für das isometrische Training ist, dass wir unsere Beine breit aufmachen. Ihr könnt gerne mit den anderen Positionen experimentieren und nach diesem Prinzip mit unserem pneumatischen Gerät trainieren. Ich öffne jetzt maximal breit meine Beine. Nichts Neues. Ja, wir machen weiterhin die Reiterin-Position, aber ich öffne die Beine maximal breit und spanne die Muskeln zum Partner. Sehr wichtig ist, ich achte darauf, dass ich im Solarplexus keinen Druck habe. Ich drücke nur mit dem Unterbauch, Vaginalmuskulatur, Beckenboden, Po und der Zug ist nach oben. Und hier am Zwerchfell habe ich keine Spannung. Ich lege sehr gerne meine Hand drauf, um das bei mir zu kontrollieren, weil ich es bei mir kenne. Anspannen, lösen, wir schauen auf das Manometer zum Partner, anspannen, vom Partner lösen, wir spüren den Zug in den Adduktoren, in den inneren Seiten der Oberschenkel. Je nachdem, wie gedehnt ihr seid, sieht diese Position bei jeder Frau anders aus. Für besonders Gedehnte bietet sich die Variante an, wo wir die Füße nach außen legen. Ah, für mich ist es schon zu viel. Die nächste Position. Seitenlage, der Partner ist vorne. Ich lege jetzt mein Bein auf meine Sofa und spanne die Muskeln zum Partner an. Anspannen, lösen. Zum Partner anspannen, lösen. Ich darf gerne meinen Kopf ablegen. Ja, im echten Leben wäre mein Bein noch hinter seinem Popo. Ich könnte ihm noch mit meiner Ferse in die Pobacke drücken, damit er noch tiefer eindringt und auch sich an meinem Tempo hält. Wäre super. Ich mag es langsam. Und natürlich unsere Liebesmuskulatur mag es langsam. Ja, wenn Sex schnell ist, bekommen wir so gut wie nichts von unserer Liebesmuskulatur. Gut. Und noch was Schönes. Beine maximal breit. Hände abgestützt. Zum Partner anspannen, vom Partner locker. Wie die Tischposition, aber wir legen jetzt unsere Arme auf die Sofa, auf den Stuhl. Und unser Becken geht zum Partner anspannen, vom Partner zurück. Beine sind maximal breit. Nur beim Ausatmen stöhnt gerne dabei und schaut, wie das eure Ergebnisse verbessert, falls es verbessert. Ich freue mich auf eure Fragen und Rückmeldungen in unserer Gruppe. Wichtig, nach dem Krafttraining kommt unbedingt die Gruppe der Positionen für die Entwicklung der Sinnlichkeit nach eurem Guste, was auch immer euch gefällt. Zumindest 5 Minuten dürfen wir das Manometer vergessen, die Klemme aufmachen. Unsere große Pumpe zwischen die Knie oder sonst irgendwo im Körper reintun und einfach nur abschalten und uns auf dem Gefühl in der Vagina fokussieren. Mindestens 5 Minuten, maximal 25 und danach unbedingt auch sehr wichtig, liegen, entspannen und nachspüren. Einen wunderschönen Sonntag, alles Liebe!